search history songs. Target GDR. Scans. Es gibt tatsächlich einen absoluten Überraschungsgast. Wir haben es ganz, ganz lange versucht. Und es sieht so aus, als wäre es uns gelungen. Wir freuen uns, dass wir als Besucher einer ganz wichtigen Person zu unserer Demo hier in Groß-Schönau gewinnen konnten. Er hat sich gewunden wie ein Aal. Wir haben es euch versprochen, dass wir es schaffen, ihn hierher zu holen. Und wir haben es geschafft. Er ist heute hier bei uns. Freuen wir uns gemeinsam auf den Bürgercar. Applaus! Eine Art Impfzwang. Ich will mal deutlich sagen, das ist Unfug. Niemand wird in der Bundesrepublik Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Und auch dieses Gerede, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer, ihre Grundrechte verlieren sollen, ist genauso großer Unsinn. Das ist eine absurde und bösartige Behauptung. Wenn jeder von uns ein Stück weit zurückdenkt, was er in Deutschland schon erlebt hat, wenn wir feststellen, es ist auch bar jeder Vorstellung, und lassen Sie uns gemeinsam auch solchen Leuten entgegentreten. Ich bin jemand, der dem technischen Fortschritt und auch der Medizin sehr offen gegenübersteht. Ich wäre, wenn deutsche Behörden einen Impfstoff genehmigen, einer der Ersten, der sich impfen lassen würde. Aber ich werde genauso dafür eintreten, dass jemand, der das nicht will, der das für sich ausschließt, der nicht gezwungen werden kann, dass so etwas möglich ist. Sehr geehrter Herr K., sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Sie können jetzt 10 Minuten zu uns sprechen. Oh ja, würde ich gerne, aber mir fällt gerade nichts mehr ein, was ich auswendig gelernt hätte. Na, dann begrüßen Sie doch wenigstens unsere Gäste. Oh ja, gute Idee. Hallo. Das war alles? Ja. Also Herr Ministerpräsident, ich habe mir ein paar Fragen an Sie notiert. Übrigens heißt es denn nicht eigentlich Ministerpräsident? Ich wundere mich, dass Sie im Vorgespräch darauf bestanden haben, dass ich Sie mit Herr Ministerpräsident anspreche. Nee, also das sind die anderen. Da braucht man mehr. Da braucht man mehr von den Herzen der Menschen. Da braucht man mehr dieses dieses I-Viech. Welches I-Viech? Naja, Sie wissen schon, das schwarz-weiß gefleckte von der Weide. Sie meinen eine Kuh, also den IQ? Genau die. Sie meinen den IQ. Wenn Sie unbedingt wollen, dann eben auch den Kuh. Sie wissen ja, ich hatte schon immer ein bisschen Probleme mit dem Lernen von Viechern. Aber Herr Ministerpräsident, Sie haben doch sogar studiert. Man hat mir gesagt, Sie hätten ein Studium an der Corona-Attentat-Stiftung absolviert. Da haben Sie doch bestimmt auch Prüfungen ablegen müssen. Ja klar, habe ich. Na, und die Prüfungen? Welche Prüfung? Ach, die Prüfung! Ja, bei uns hatte man immer Fragebögen und Antwortbögen ausgeteilt. Mir hat man empfohlen, den Antwortbogen zu nehmen. Entschuldigen Sie bitte, Herr Ministerpräsident, aber irgendwie liegt mir seit Beginn unseres Gesprächs ein übler Geruch in die Nase. Sie sind ja da ganz braun am Hals. Oh, Entschuldigung. Wir hatten heute eine rektale Veranstaltung bei meiner Vorgesetzten in ihrem Diktaturkabinett, wie wir auch liebevoll alle ihr kleines SM-Studio bezeichnen. Na gut, kommen wir zurück zum Thema Bildung. Oh, sehr gut. Sehr gut. Also, Sie werden jetzt überrascht sein, aber ein Satz hat sich aus meiner Schulzeit besonders in meinem Kopf eingeprägt, der mich mein ganzes Leben begleitet. Von Simplimus. Ich war so dumm, dass ich gar nicht wusste, dass ich dumm war. Richtig, oder? Fast.
Sie meinen bestimmt Simplicissimus. Wird übrigens in der Mitte mit 2 S geschrieben. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. SS. Das hat sowas Schönes. Sowas Unterdrückendes. So etwas Machtergreifendes. Diese Schreibweise gefällt mir. Ich sehe gerade, ich bekomme ein Zeichen von der Regie, dass Ihre Zeit langsam vorbei ist. Kommen wir noch zu einer wichtigen Frage, die uns unsere Teilnehmer immer wieder im Vorfeld gestellt haben. Herr Ministerpräsident, lieben Sie denn überhaupt die Sachsen? Bei dem, was Sie den Sachsen hier aus Dresden und Berlin sinnfrei antun und aufdiktieren? Ja, klar, aber ich liebe euch doch alle! Ja, liebe Zuhörer, ich muss zu meinem Entsetzen feststellen, wir haben sehr wahrscheinlich doch den falschen Gast eingeladen. Search History Songs. Target GDR.